Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Python-Tutorial auf meinem Kanal. In diesem Video zeige ich dir, wie du eine Funktion erstellen kannst, eine Funktion definieren kannst, die in der Lage ist, eine beliebige Anzahl von Parametern entgegenzunehmen. Und das geschieht eben mit Hilfe von args. Nun, was das ist, wie das angewendet wird, das lernst du jetzt in den kommenden Minuten. Ich lege eine Funktion an und da ich jetzt hier nicht der Einfallsreichste bin in diesem Augenblick, nenne ich sie einfach mal myFunc. Diese Funktion hat einen Parameter. Das ist ein ganz normaler Parameter. Fast hätte ich ja schon gesagt, ein Otto-Normal-Parameter name. Und ja, das solltest du kennen, wenn du bisher meinen Tutorials gefolgt bist oder einige Zeit Python programmierst. Was ich hier mache, das ist nichts Wildes. Ich gebe einfach ja, den Namen aus. So, der Funktionsaufruf, der kann wie folgt erfolgen. myFunc Johnny und das ist hier alles. Ich führe das Programm aus und dann siehst du, ja, das, was wir eigentlich sehen sollten, ja, Johnny in der Konsole. Also, wie gesagt, bisher nichts Neues. Ein Problem entsteht allerdings, wenn du hier diese Funktion mit zwei Parametern, mit zwei Argumenten aufrufen möchtest. Also, ja, beim Anlegen einer Funktion, ja, bei der Funktionsdefinition spricht man von einem Parameter und sobald man eine Funktion aufruft und ihr, ja, Sachen übergibt, ja, Sachen übergibt, so salopp kann man das auch formulieren. Also, sobald man ihr Werte übergibt, dann spricht man von Argumenten. Das hier ist ein Argument, das hier sind Argumente und, ja, das hier wäre ein Parameter. So, und ja, wie ich eben sagte, wenn du versuchst, die Funktion mit zwei Argumenten aufzurufen, dann bekommst du hier einen Fehler. Das Gleiche, wenn du versuchst, eben die Funktion ohne jedes Argument aufzurufen. Nun ja, also das läuft eben nicht. Und es kann aber mal sein, dass genau dies erforderlich ist oder dass genau dies erwünscht ist. Und alles, was du dann in so einem Fall tun müsstest, wäre hier ein Asterisk, also ein Sternchen vor den Parameternamen zu setzen. Das reicht vollkommen aus. Ein einzelnes Zeichen, nicht hier innerhalb der Funktions, innerhalb des Codes hier in der Funktion, also printName, alles kann so bleiben. Und jetzt führe ich das nochmal aus, achte mal hier auf den Fehler. Der Fehler verschwindet. Voilà. Das bedeutet, dieses Asterisk-Symbol reicht aus und das bewirkt eben, dass du die Funktion mit einer Anzahl von Argumenten aufrufen kannst, die eben nicht festgelegt ist. Du könntest jetzt theoretisch hier 200 Namen eben übergeben. Du hast ja hier gesehen, in der Zeile 7 habe ich der Funktion überhaupt kein Argument übergeben. Das läuft alles wunderbar. Übrigens, statt ja, name verwende ich jetzt mal args. Das ist ebenso üblich in Python-Dokumentationen. Das ändere ich dann natürlich dann auch mal ab in args. Da findest du eben diese Bezeichnung für ja, einen Parameter, der eben diese Eigenschaft aufweist, die ich dir soeben demonstriert habe. Nun, schau doch mal hier etwas genauer hin. Da siehst du runde Klammern. Nun, runde Klammern, ja, erinnert das dich nicht an ein Tupel? Dann schauen wir uns das mal genauer an. Ich füge hier noch eine Zeile hinein, mitten in die Funktion, nämlich type of, oder type args. Dann schauen wir uns mal an, welchen Typ der Parameter args hat. Und tatsächlich class Tupel. Ja, args ist hier ein
Tupel, ein Tupel, das sämtliche Argumente eben zusammenfasst unter einem variablen Namen, unter dem variablen Namen Arzt. Jetzt habe ich eben das hier als Tupel ausgegeben. Ich könnte allerdings auch noch was anderes machen, eine Vorschleife hier vor Arg in Args beispielsweise und könnte die einzelnen, da könnte jetzt hier die einzelnen Argumente einzeln ausgeben. Habe ich das jetzt gesagt? Die einzelnen Argumente einzeln ausgeben. Ja, wunderbar. Okay, so. Gut, du weißt ja, was ich meine. Und jetzt kommt eine Print-Geschichte hier nochmal hinein. So, ja, dann kann ich das mal wie folgt hier machen. Einfach mal abtrennen durch ein Leerzeichen und die Funktion nochmal ausgeführt. Dann siehst du hier, was ist nicht gelaufen hier? Irgendwas. Ja, das ist hier nicht. Ach so, ja, ich war jetzt ein bisschen irritiert, weil hier dieses Class-Tuple hier laufend ja, ausgegeben wurde. Na klar, ich für die Funktion oder ich rufe die Funktion ja auch dreimal auf. Also das lösche ich jetzt mal und ja, das kann ich auch mal löschen. Ich kann hier allerdings mal was anderes noch hinzufügen. Na, sagen wir mal, ja, Bobby oder Dussel, ja, irgendwelche, ja, komischen Namen jetzt mal aus. Ja, irgendwelche komischen Namen reichen da jetzt vollkommen aus. Ist ja vollkommen wurscht. So, ich führe das jetzt mal aus und dann, ja, also, wie gesagt, dieses Class-Tuple, das jetzt mehrmals aufgetaucht war, hatte mich ein bisschen irritiert. Da haben wir eben all die Namen. Du siehst ja auch, dass die runden Klammern weg sind. Also hier gebe ich das nicht als Tupel aus, sondern eben die einzelnen Werte. Okay, was du darüber hinaus machen kannst, ist Folgendes. Du kannst das ja in Kombination verwenden mit einem obligatorischen Parameter. Das sieht dann so aus, na sagen wir mal, ja, name, args, ja, und ich könnte jetzt hier, ja, ich könnte das so stehen lassen, ne? Ich kann das jetzt mal so stehen lassen und mal ausführen, und dann siehst du hier nur noch Jimmy, Bobby, Dussel. Das sind die Namen, die ausgegeben werden hier in der Vorschleife. Klar, weil eben das erste Argument, das Argument Johnny, der Name Johnny, eben dem Parameter name zugewiesen wird. Und wenn ich dann eben sowas mache wie print, so, print und na, name. Sowas hier, ne? Dann wirst du sehen, dass, naja, also ich kann jetzt auch mal so einen Zeilenumbruch mit einfügen. Dann siehst du das in einer neuen Zeile. Also hier siehst du, Johnny wurde dem Parameter Name zugewiesen und der Rest eben dem Parameter, dem Tupel args. Ich hoffe, dass ist soweit klar, wenn nicht, nun ja, es gibt die Pause-Taste, damit du das mal so sacken lassen kannst. Du kannst übrigens auch den obligatorischen Parameter auch hinter args anfügen. Also, das würde dann so aussehen. Allerdings achte mal darauf, was jetzt passiert. Wenn ich das Programm noch einmal ausführe, dann kommt nämlich ein Fehler. Ja, warum kommt denn dieser Fehler? Vorhin hat das auch noch ganz prima funktioniert. Ja, dieser Fehler erscheint deswegen, weil alle Argumente, die der Funktion übergeben werden, eben dem Parameter, dem Tupel args zugewiesen werden. Also args umfasst jetzt wieder alle Argumente, die du der Funktion übergibst. Und somit geschieht es, dass eben der
Nächster Parameter, ja, überhaupt nicht, ja, in Anspruch genommen wird, aber da das eben ein obligatorischer Parameter ist, erhalten wir hier eine Fehlermeldung. Das heißt, auf diese Art kannst du dann die Funktion nicht aufrufen, wenn du denn die obligatorischen Parameter eben nach args hier auflistest in der Parameterliste der Funktion, sondern da musst du was ganz anderes machen, nämlich als Keyword-Argument, also name ist gleich Dussel und dann schauen wir uns das nochmal an, nochmal ausführen und dann siehst du, jetzt hat es funktioniert, jetzt hat es wieder geklappt. Also, das ist hier bislang args, wie gesagt, args fasst alle Argumente zusammen zu einem Tupel und das kannst du eben zusammen verwenden mit obligatorischen Parametern, wie ich das soeben gezeigt habe. Eine andere Variante zeige ich dir auch. Ich lösche das jetzt mal wieder. Ja, das auch wieder. Braucht man jetzt auch nicht, weil ich was anderes zeigen möchte. Und zwar lege ich hier eine Liste an und kopiere diese Geschichten hier, beziehungsweise schneide sie aus und füge sie in die Liste ein. So, jetzt kannst du der Funktion auch eine Liste übergeben. Das siehst du ja hier. Jetzt gibt es zwei Arten, wie du eben diese Liste der Funktion übergeben kannst. Na, hier fehlt ein S. So, okay, jetzt verschwindet die Fehlermeldung wieder. Ja, zwei Arten. Einmal, so wie du das jetzt hier siehst, dann schauen wir uns das mal an. Ich führe das mal aus und dann siehst du eben, ja, diese Liste. So, wenn ich jetzt allerdings nochmal Folgendes mache, und zwar len von args. So, len von args, das gibt eben die Anzahl der Elemente im Tupel args aus. Jetzt schauen wir uns mal an, wie viele Elemente args hat. Ja, 1. Hier unten siehst du die 1. Ja, denn die Liste wird eben als ein ganzes Element gesehen. Das kann gewollt sein, aber ja, du kannst auch sagen, gut, du möchtest eben die einzelnen Elemente, die in der Liste enthalten sind, der Funktion übergeben. Auch das geht, und das ist eben die zweite Variante, wie du der Funktion eine Liste übergeben kannst, indem du wieder das Sternchen verwendest. Ja, und jetzt führe ich das Ganze noch einmal aus. Wow, und dann siehst du eben, dass die Anzahl der Elemente im Tupel args auf 4 angewachsen ist. Ist ja klar, das sind 4 Namen, die ich der Funktion übergebe. Und diese einzelnen Namen werden dann auch hier wie gehabt ausgegeben. Das sind eben zwei Möglichkeiten, wie du einer solchen Funktion eine Liste übergeben kannst. Es gibt noch eine weitere Variante und zwar ein Parameter, der in der Python-Dokumentation als Quarks bezeichnet wird. Was das ist, wie das funktioniert, das zeige ich dir im nächsten Tutorial. Ist auch nicht so kompliziert, das kann ich dir sagen, aber ich bin immer der Meinung, besser ist es, Schritt für Schritt zu lernen. Besser ist es, die Infos, die du bekommst, eben aufzunehmen und zu integrieren in dein tägliches Coden, in deine Programme, damit herumzuspielen, so lange, bis es sitzt und dann erst zum nächsten Thema überzugehen, neue Informationen aufzunehmen. So macht das Lernen auch Spaß und so kann man auch lebenslang lernen. Das ist ein anderes Lernen als das, was du womöglich aus der Schule oder Uni gewohnt bist, wo ein Lehrer oder ein Prof vor dir steht und der walzt dich nieder mit einer geballten Ladung von Informationen, die kein Mensch auf Anhieb verarbeiten kann. Okay, so, das soll's
für jetzt gewesen sein. Abonniere diesen Kanal, um weiter dran zu bleiben. Wenn du Python lernen möchtest, dann bist du auf meinem Kanal absolut richtig. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt bei dir fürs Zuschauen und Zuhören und ich freue mich darauf, dich im nächsten Tutorial wiederzusehen. Bye!